Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zur großen Nintendo Direct Reaction. Heute Nacht um 0 Uhr kam die Direct raus, beziehungsweise wurde sie live übertragen. Ich konnte leider nicht live drauf reacten und deshalb habe ich mich bis heute, ihr seht es hier unten rechts in der Ecke, wir haben jetzt hier den, immer noch den gleichen Tag, nur um 13.10 Uhr und ich habe es tatsächlich geschafft, ich habe mich bis jetzt noch nicht spoilern lassen, das heißt, ich weiß gar nichts. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein... Ich habe nicht mal den Trailer gesehen, aber ich habe gesehen, dass irgendwas zu Metroid Dread kam, aber das ist ja eigentlich offensichtlich. Wir gucken uns das jetzt an. Ich habe hier was zu essen, weil ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Und wir werden da jetzt mal live drauf reagieren. Das Ganze geht 40 Minuten, 42, und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. G18. Ich werde nicht so viel sagen wahrscheinlich, weil ich jetzt hier am Essen bin. Warte mal, ich muss vielleicht irgendwo... Ist hier noch ein Filter drin? Ja, ich packe hier mal den Greenscreen raus. Zack. So. Müsste laut genug sein. Aber bitte in HD. Oh, das müsste der neue Smash-Charakter sein. Was ist denn das für ein Brot? Ne, wobei. Das Castlevania? Ne. Monster Hunter Rise, okay. Ich hab nichts von Castlevania gesagt. Sommer. Interessiert mich bisher nicht. Dann war der. Ach, das Spiel gibt's schon, das war nur eine Erweiterung. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct no Annayaku tsumemasu. Koizumi desu. Ja, ein bisschen leise für mich. Saisho ni goran itadaita no wa. Monster Hunter Rise の有料大型追加コンテンツ Monster Hunter Rise サンブレイクの映像です。Monster Hunter Rise 新たに始まる物語フィールドやモンスターそして映像では触れられていない新アクションや新たなクエストランクが登場するなど Monster Hunter Rise をさらに楽しめる要素が多数追加されるとカプコンさんから伺っております。ね、はい、das ist Monster Hunter Rise サンブレイクは2022年夏発売予定です。今後の続報にご期待ください。引き続きヘッドラインを。あ、wenn sowas schon als erstes kommt, das kann nicht gut werden. ご覧ください。Party during the day or at night.Erstmal das neue Mario Party. It's almost time to party in Mario Party Superstars. Wann kommt das nochmal? Ich habe tatsächlich sogar vor, das zu spielen vielleicht. Make their return. Take a stroll around Woody Woods. Ende Oktober, glaube ich. Monty Moles. They'll change the board's direction when you least expect it. Travel between two islands and Yoshi's Tropical Island. Toadette's got the star, but she might swap places with Bowser at the last second. Party day and night in Horrorland. That King Boo statue is harmless during the day, but at night it'll swipe stars. Mario Party 2 war das, glaube ich, ne? Need a break from boards? Head to Mount Minigames and play in minigame only courses. Compete against players worldwide for the longest win streak in survival, or work together in the cooperative multiplayer tag match. Mount Minigames will have 7 courses available. All boards and minigames support online play. So invite family, friends, and frenemies, and get ready for the party of a lifetime. Mario Party Superstars launches on Nintendo Switch October 29th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. In 4. A new RPG is in 5.29. Neues RPG? Welcome to Voice of Cards. Hallo.
Mach die Musik. At the Queen's behest, you'll set off on a fantastical journey. Irgendwas sagt mir das. Some dragon for honor and fortune. Everything in this realm is represented as cards, from the protagonists to shops. Das wäre was für den Joshua. And environments. In this fresh take on tabletop RPGs, you'll square off in turn-based card battles where your skills and a little bit of luck will determine the victor. A spellbinding experience from the creative minds of Yoko Taro and Yosuke Saito is about to unfold. Voice of Cards. Wird niemand spielen. The Isle Dragon Roars launches on Nintendo Switch October 20th. Das ist ein bescheuertes Logo, das kann man ja kaum lesen. And a free demo will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Oh. Become a hero or an absolute disaster of a human being. Was wird das denn jetzt? You awaken in a hotel room in the city of Revachol, devoid of your memories. Ich weiß auch übrigens nicht, ob die Direct ein kompletter Reinfall war oder nicht. Warte mal, vielleicht mache ich die Facecam mal hier nach oben. Weil, da unten, da ist immer, wird immer irgendwas eingeblendet. To investigate, you'll need the help of the 24 skills living within you. Your behaviors and available choices will change depending on how you develop these skills, directly impacting how the story progresses. What sort of detective will you become? Disco Elysium, the final cut, launches digitally on Nintendo Switch October 12th. The physical version of the game will launch early 2022. Pre-orders for the digital version begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Was ist das denn jetzt? Uncover more stories in Hyrule Warriors. Ja, okay, das wusste ich auch schon. Also ich hab schon erahnen können, dass es kommt. Habe ich ja gestern sogar schon im Stream predicted. Oder was vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stream. Ich schulde auch demjenigen Dank. Ich habe mir das letzte DLC hab ich mir auch nicht gekauft. Hättet ihn den König von Hyrule! Für einen Küken bist du ja gar nicht mal so übel. Wie wär's mit einer klitzekleinen Kooperation? Ich bin zur Stelle! Dieser Super, der war so nervig. Der zweite Erweiterungspass. Ist auch, glaube ich, der letzte. Auf Maximum! Jetzt reicht's mir! Jetzt zum Höhepunkt. Warte mal, den kann man jetzt auch spielen. Alles ab dem 29. Oktober. Stell dich mal vor, jetzt wird noch irgendwas für Luigi's Mansion 3 angekündigt. Chocobo! Was ist denn das? Start your engine and get set for a new racing experience. Race as familiar Final Fantasy characters like Chocobo and Gilgamesh to be the first across the finish. Ich spiele das nicht. Das erinnert mich ein bisschen so vom Setting an. Edge out the competition by using drift oder vom Grafikstil an Fall Guys. Magical stones called magicites are contained inside items. Collect these throughout courses to cast magic like fire and arrow to blast away opponents. Acquire magicites of the same element to cast even more powerful spells. Feuer, hä? Ich spiel das nicht. Each racer also has a special ability. Use it at the right time to turn the tables. Guck mal, ist ja wohl. Engine customization options will be available. As well doch, as local das ist doch von den Machern von. Sogar die Musik. Up to 64 players can compete in a bracket style. Ist das nicht von den Machern von Fall Guys? Racing Champion. Chocobo GP races exclusively onto Nintendo Switch next year. Nee, exklusiv? Okay.
No? いかがでしたか？No, ここで次の映像をご覧いただく前に、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル最後の参戦ファイターについてお知らせがあります。Okay. 最後の参戦ファイターは10月5日に放送する最後のスペシャル番組にて、ディレクターの桜井さんより発表します。新ファイターの使い方についてもご紹介しますので、お楽しみ。2018年の発売から約3年、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルラストを締めくくる番組となりますので、ぜひご覧ください。続いてはこちらをご覧ください。Was ist das? Warte mal. Diese Vögel kommen mir bekannt vor. Ist das Mario Kart? Nee. Nee, kann nicht sein. Ich dachte gerade nur wegen dieser einen Straße da. Ach, das ist Mario & Rabbids Kingdom. Wie heißt das? Das neue Mario & Rabbids, ne? Nee, Kirby? Stimmt, Mario & Rabbids kommt auch noch, das habe ich komplett vergessen. War ein 3D-Kirby? Ein 3D-Kirby? Kirby in das vergessene Land. Okay, der Name, der ist bescheuert. Ich bin jetzt nicht so der Größte, oder ich bin jetzt nicht ganz so tief in dieser Kirby-Materie drin. Aber das ist doch das erste 3D-Kirby-Spiel, oder? Kirby war doch sonst immer 2D. Sound? Nee, warte, was ist denn das? Ich glaube, das Spiel, das sieht aber besser aus, als es sein wird. Vergessen Land, warum müssen die Titel immer eingedeutscht sein? Früher 22. ご覧いただいたのは、war aber auch beim Friseur, oder? シノカービィディスカバリーの映像です。最新作では奥行きのある 3D のステージをカービィのおなじみのアクションで自由に動き回れるようになります。また人工的なビルや施設が立ち並ぶ不思議な世界が舞台でしたが、一体カービィに何が待ち受けてるんでしょうか。発売は2022年春を予定していますので、新しい星のカービィにぜひご期待ください。ここでもう一つお知らせがあります。こちらをどうぞ。Animal Crossing? Okay, dazu kann ich nichts sagen. Irgend so ein DLC anscheinend. Das ist einfach nur eine Direct-Ankündigung. 2020年の発売以降、世界中の多くの方にお楽しみいただいている集まれ動物の森ですが、次回の無料アップデートは11月に配信を予定しています。 Okay, aber das Spiel stimmt auch nicht aus. Weißt aber, zu Mario Kart da kriegst du nicht mal ein DLC. アップデートの内容を詳しくご紹介する Oder irgendwas Neues. 集まれ動物の森ダイレクトを来月10月に放送予定です。具体的な放送日時については続報をお待ちください。 Schau ich mir auch nicht an. 続いてはヘッドラインをご覧ください。Machen Sie das.
Jetzt kommen aber erstmal wieder RPGs oder so. Two games, one game update, and lots of fun. Warte. Mario und Luigi? Achso. Achso, so meine ich. Mario Golf Super Rush. Ich meinte gerade zwei. Okay. Koopa Troopa enters the fairway as a playable character. Dish out tricky shots and dashes to mess with the competition. Ninji will also be in das Spiel habe ich auch. Take advantage of Ninji's blinding. Was hat es überhaupt mit diesen Ninjis auf sich? Wo kommen die her? Die waren einfach so plötzlich aus dem Nichts da. These additions will come swinging in as a free software update shortly. Oh, das ist schon okay. Ich habe das Spiel nicht, aber what's this? An invitation. You're invited to live in a magical world with Mickey Mouse and dozens of Disney characters. Spend time with Disney friends, craft your own whimsical costumes and furniture, and explore delightful Disney-themed worlds. All downloadable content from the original Nintendo 3DS version is included. Disney Magical World 2 Enchanted Edition. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwie hier, das kommt mir noch bekannt vor, aber es gab ja schon den ersten Teil davon. A beloved Star Wars game is coming to Nintendo Switch. Blast off to captivating planets and join forces with Jedi, droids, and outcasts. Was, November? In this blend of action, role-playing, sieht ein bisschen aus wie Gothic. Will you use the Force for good, or will you be lured to the dark side? Das sieht nicht gut aus. Your choices determine the galaxy. Sag mir nicht, das ist ein neues Spiel. Star Wars: Knights of the Old Republic, launching on Nintendo Switch November 11. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Das Spiel sieht aus, als ob es 2004. Always remember, stay human. This is the city, humanity's last stronghold Dying against Light a virus 2. That turns people into the undead. Dying Light, sag mir irgendwas. Of Dying Light 2, stay human. You'll need to master both parkour and tactical combat to survive in this brutal open world. This is first person. Explore alone. Or with up to three other players in online co-op. Mach ja first person games. Das war auch der einzige Grund, warum ich Resident Evil 8 überhaupt interessant fand. Your decisions will shape the story, but they'll also have consequences. No matter where your actions lead you. Ich stell mal die Qualität ein bisschen runter, weil ich habe das Gefühl, dass es ruckelt hier irgendwie sehr sehr stark. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Nee, ruckelt immer noch so. Stay human. Cloud version. Launches on Nintendo Switch February 4th. Hab ich nicht sogar Dying Light 1? A free demo will also launch the same day on Nintendo eShop. Daylight? Nee, Dying Lights. Ich glaube, ich habe sogar den ersten Teil. Utility, morality, or liberty. In Triangle Strategy, a fiery. Ach, das haben wir uns das letzte Mal schon angeguckt. In stunning HD 2D. My apologies. Your actions will lead you through a riveting story that changes based on the decisions you make. In the end, where will your conviction guide you? Hab ich da nicht sogar in der letzten Direct gesagt, im Februar? Oder zum ersten, oder in der, ja, auf der E3, ich weiß nicht mehr genau, wo das zum ersten Mal. The game has been fine-tuned with a focus on elements that received lots of feedback. Ah. These include, hab ich da nicht sogar gesagt, das sieht interessant aus? Und dann habe ich das gesehen. Camera angle controls. The ability to review previous dialogue. Oh Mensch, Roland. And streamlined gameflow and loading times. More details will be available soon on the game's official website. Triangle Strategy will launch on Nintendo Switch March 4th. Oh, das nächstes Jahr, okay. Es gibt noch nichts fürs Weihnachtsgeschäft. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Es sei denn, man geht zwei Monate zurück. A special physical edition, which includes the game, six customized dice, a deck of playing cards, a steelbook, a double-sided poster, and a collector's box will also launch on the game's release day. Okay. Okay, Metroid. Das kommt ja schon in zwei Wochen raus, ne? You are faced with overwhelming power. Your highest priority should be simply to survive. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was das da ist. Aber ich glaube, das wird richtig schwer werden, das Spiel. Entweder wird es richtig schwer oder richtig easy. There may be a very small opportunity to escape. Don't let your guard down.
Der Teil, der erinnert mich auch irgendwie übelst an Portal. Ja, wegen diesem Roboter da. Der sieht so ein bisschen aus wie GLaDOS. Samus Aran, the most powerful bounty hunter in the galaxy, embarks on a new mission to the uncharted planet ZDR. Her objectives? Confirm whether the deadly X-Parasite still exists, and figure out why the Emmy research robots in search of it have mysteriously gone dark. Early readings reveal that planet ZDR is divided into multiple environments, each with its own elements and organisms. Remnants of the mighty Chozo civilization are also scattered throughout, including evidence that the Chozo may have once called the planet their home. Visit the game's official website to read Metroid Dread Report Volume 8 for a detailed account of the terrain and life forms you may encounter in Metroid Dread. Be sure to view the other Metroid Dread reports there as well. You'll want to prepare yourself for the dangers that lie ahead. Echt? Metroid Dread launches on Nintendo Switch October, in 2 Wochen. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ja, war schon besser als der erste Teil. Nintendo Switch Online について2018年9月のサービス開始以来、多くの皆様にご利用いただいていますが、現在のサービスに新たなコンテンツをプラスした新しい料金プランを追加します。 Was ist denn jetzt? この新プランのコンテンツとして Muss man die extra bezahlen? N64 Spiele endlich. Nintendo 64. Also mir ist es egal, aber der Agent, der freut sich da. 発売から25年を迎えた Nintendo 64ですが、当時 3D によるゲーム体験や Haben die Banjo-Kazooie da? 4人体制に熱中された方もいらっしゃるのではないでしょうか。 Dr. Mario. Nintendo Switch Mario Tennis. Local demo, online demo, 最大 4人 で プレイいただけます. Oh. さらに新 プラン では Nintendo 64 の他にも Okay, das kam jetzt unerwartet. Sega さんから発売された Mega Drive のソフトもプレイいただけるようになります。 Also ich glaube, mit einer Sega Collection hätte niemand gerechnet. 懐かしのタイトル Was ist denn das? いつでもどこでも遊ぶことが Sega kennt man doch nichts außer Sonic. この新たなプランでは現在提供している Nintendo Switch Online のサービスなどに加え、 Nintendo Switch Online の Nintendo 64とメガドライブのソフトがプレイいただけます。Okay. それが Nintendo Switch Online プラス追加パックです。この新プランの追加は10月下旬を予定しております。あ、パッドこれまでのプランも引き続きご利用いただけます。また、これまでのプランにご加入いただいている方も新しい料金プランに乗り換えていただけます。Okay. Hä, aber warum machen die das nicht einfach zu alten dann dazu? Dass man sich das nochmal runterladen kann. Nintendo 64 はご覧のタイトルになります。Ah, das war's? Mega Drive はご覧のタイトルに。Rista, oh Gott, das Spiel, das kenne ich auch noch. Sonic 2. Ja, aber da kommen ja wahrscheinlich immer noch mehr. Ah, okay. Majora's Mask. F-Zero X. Oh, das Spiel. War speziell. Ah, Banjo-Kazooie kommt. Ich hätte gelacht, hätten sie das jetzt nicht hier reingepackt. Paper Mario. Was gibt's noch ein extra? Ah, ja. Mega Drive のコントローラーをご用意しました。どちらも無線でプレイいただけます。こちらは Nintendo Switch Online の加入者であれば、どなたでもお買い求めいただくことができます。新たなプラン、Nintendo Switch Online プラス追加パックに、Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket。引き続きヘッドラインをご覧ください。There's plenty to play in these collections. Kommt denn jetzt?
Cyberpunk meets fantasy in this three-game collection of cult classic. Okay, jetzt kommt wieder irgendwas, was niemand kennt und niemanden interessiert. Mercenary, you'll explore a dystopian future where magic has reawakened and fantasy. Wir haben schon über die Hälfte. Da muss noch irgendwas kommen. Immersive branching. Ich glaube immer noch dran, dass wir irgendwas zu Breath of the Wild 2 sehen werden. And gripping turn-based tactical combat await in Shadowrun Trilogy, launching on Nintendo Switch next year. The Perpetual Platoon 3 wird auch noch kommen. Vielleicht. Castlevania Advance Collection brings together four classic Castlevania with deathly beautiful graphics and hauntingly epic music. The Rewind, Quick Save, and Button Mapping features will also vamp up or ramp up your fight against evil. All das stimmt doch mit der Qualität nicht. Die lassen doch die nicht so. Mode with never before seen artwork are included. Castlevania Advance Collection launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. An almighty classic returns. Ein mächtiger Klassiker. Kennt doch niemand. The classic Super NES game Act returns on Nintendo Switch, now remastered in HD. Hab ich noch nie gehört. The Lord of Light, an almighty god, only you can save nur Filme mankind die Kinderserie. From the forces of Tanzra, the Lord of und die hab ich gehasst. You'll wage war in two phases. First, strike down monsters in the Super Nintendo, ne? Okay, die haben, ich sehe es auch schon, die haben schon ein bisschen was besser gemacht. Aber ich mag, es sieht alles gut aus, außer die Figur selber. It's up to you to decide which structures will be destroyed to make way for new ones, creating a flourishing civilization. Ja komm, ihr müsst nicht so viel erklären, das Spiel holt sich eh niemand. Giving you an edge in both phases. Alternate between the original and rearranged versions of the beloved soundtrack and enjoy brand new music. New stages and new boss battles. Alter, hat schon geleckt, habt ihr gesehen? Das Spiel wird doch nichts. Renaissance descends onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Verfügbar nicht vorhanden. Vorhanden auch. A new chapter is about to unfold. Ah, das habe ich auch schon gesehen. Deltarune Chapter 2. Hab ich die Tage schon gesehen. Und meistens ein reines. Nee. Ich hab diese Undertale-Reihe noch nie verstanden. Das sind ganz komische Spiele, die kann man nicht mal irgendeinem Genre einordnen. Was ist denn das? Achso. Ist es der 9.? Ach, wir haben heute erst den 24. Surviving the Aftermath. Davon habe ich aber auch schon mal irgendwas gehört. So könnten sie die gesamte Direct machen. Einfach so zu jedem Spiel, was niemanden interessiert, so 2 Sekunden zeigen und es war. Warte, was? Achso. Das ist ja so ein Harvest Moon. Wenn er kommt, dann muss es was Gutes sein. Ach, guck mal, sogar noch dran. Konnichiwa, Miyamoto desu. Guten Tag. Super Mario Brothers の映画を Kaito Guru や Sing などで知られるハリウッドの映画スタジオイルミネーションさん、そして CEO でありプロデューサーのクリス・メルランドリーさんと制作していることはお知らせしていましたが、マリオフィルム、今日はそのマリオの映画の公開時期をお伝えしたくてやってきました。じゃじゃーん！公開は2022年のホリデーに決まりました。北米では12月21日。日本や欧州その他の地域については追ってお伝えいたします。
実際にマリオたちが動いている映像をお見せできるのはまた少し先になりますが、マリオたちを演じられる声優の皆さんも決まりましたので、今日はそのご紹介をさせてください。まずはもちろんこの人、バスマリオを演じていただくのはクリス・プラットさんです。かっこいいですね。映画ではマリオがたくさん喋りますよ。Nicht Charles Martinet, das stört mich aber jetzt. クリスさんの演技のマリオを楽しみにしてください。次にピーチ姫はアニャ・テイラー・ジョイさん。とても元気なピーチ姫を期待しています。マリオの弟ルイージを演じられるのはチャーリー・デイさんです。チャーリー・デイ、あの怖がりな弟を劇場でご覧いただけるのを楽しみにしています。Sieht doch schon so ein bisschen Luigi's aus. Jack Black さんです。ジャックさんにはモンスター級の演技を期待しています。Ich hab den gerade ganz erkannt. コメディアンのキーガン・マイケル・キーさんがキノピオを演じられます。Den kennt man natürlich auch. この演技に期待ですよ。Warum haben die dann einen Schübel genommen? マリオの映画ですけれども、Donkey Kong gibt's auch noch. も出てきますよ。セス・ローゲンさんに演じてもらいます。Seth。セスさんならではのユーモラスなドンキーコングをお楽しみください。Haben wir noch? 最後はやっぱりこの人、チャールズ・マチネさんですね。チャールズさんは長い間いろんなゲームでマリオたちの声をやってもらっているんですけれども、okay. この映画ではちょっとだけ意外な役で出演していただきます。いや、yeah, ich bin aber gespannt。 その他にも魅力的な役者さんたちによって命を含まれたいろんなキャラクターが登場します。本日お知らせできる映画についてのお話は以上です。イルミネーションさんと一緒にいろんなアイデアを出し合って、ゲームとは一味違うものづくりを楽しみながら日々制作をしています。今回までしばらくお待ちいただきますが、それまでにまた新しい情報をご紹介できればと思います。それでは小泉さんにお戻しします。映画の世界に飛び出したマリオの活躍にもぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 Kommt denn jetzt? Okay, Splatoon 3. Kann ich nichts zu sagen, weil ich habe weder den ersten Teil noch den zweiten gespielt. Das wäre jetzt was für den Just Juice. Schaut gern beim Just Juice vorbei. Zweitplatzierter von Strollys und Noobster 2021. Das ist doch Splatoon 3, oder nicht? Ja, muss eigentlich. Oder ist das nur, das sieht sehr nach Splatoon 2 auch aus, diese Map. War das Splatoon 2? Wer ist denn das? Das ist doch mein Nachbar. Ich hab den Sinn hinter Splatoon noch nie verstanden. Das ist gerade sehr anstrengend zu gucken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dazu kann ich halt absolut nichts sagen. Ich weiß auch nicht, warum Splatoon so gehypt ist. Ich konnte mich mit dem Spiel nicht anfreunden. Ich wollte mir mal, als der erste Teil rauskam, wollte ich mir mal ein Let's Play dazu angucken. Ich habe nach zwei Folgen musste ich abschalten. Mit diesem Huhn. ママリアーナ。皆さんこんにちは。私は人の姿に変身する不思議なイカの研究をしているイカ研究所の研究員です。ただいまご覧いただいたのはスプラトゥーン3に関する最新の詳細映像です。これまでに判明している情報を少しだけおさらいしておきましょう。Yeah, スプラトゥーン3の舞台となっているのはバンカラ街、通称混沌の町と呼ばれています。バンカラ街を中心としたバンカラ地方はイカやタコなどの進化した海洋生物が
古くから暮らす土地で、さまざまな時代の建造物がひしめき合い、独自の文化が形成されています。ここ、バンカラ地方での縄張りバトルは盛んに行われているようです。4対4のチームに分かれて、地面を塗った面積で勝敗を決める基本的なルールはこれまでと変わりありません。しかし、映像では新たなメインウェポンやスペシャルウェポンの存在も確認されており、そのトレンドには大きな変化があるようです。映像の後半では、シングルプレイのヒーローモードの様子も確認できました。Return of the Mammalians、 すなわち哺乳類の帰還が今回のヒーローモードのテーマとなっています。2匹の猫を除いて地上から哺乳類が消えたはずのこの世界で、この言葉が言うものとは一体何なのでしょうか。スプラトゥーン3についてはまだまだ明らかになっていない情報もあるようです。引き続き調査を行い、研究成果がまとまり次第皆さんにお伝えさせていただく所存です。今後もスプラトゥーン3ルチマンション3の続報にぜひご期待ください。それではまた。チューズイ、was großes muss noch kommen, wie lange geht es denn noch? いかがでしたか? Ja, habe ich schon gesagt, ne? 新たな舞台で繰り広げられるスプラトゥーン3は Nächstes Jahr. Aber wann genau weiß man noch nicht, ne? 発売を予定しています。今後の続報にご期待ください。 Weitere Updates. Okay, ich versuche mich da mal zu freuen, ja, für die Allgemeinheit. Letzte Trailer. Okay, es kann nicht gut werden. Mario Rabbids?Star Fox? Nee, halt. Was ist das? Was ist das denn? HQ, Sette Kista, Kyori Gomar. Reichung war Hokto に向かって移動中. Okay. Kotira Hoppe, Yokai Kista. Sakseo Kaisio. Yokai. Sakeki Oi! Ute! Ich hab keinen Plan, was das ist. Ute!Warte. Das ist doch nicht Breath of the Wild 2. Nee. Ich dachte gerade wegen dieser grünen Hand. Was ist denn das? Was ist es? Bad boy. Ist das Palutena? Nee. Palutena, Bayonetta? Das ist Bayonetta. It seems I'm unfashionably late. But I'm ready to give you everything you want. Right on time.Ich bin sprachlos. Nicht weil es so super gut ist, sondern ist das überhaupt Bayonetta? Die nehmen Bayonetta 4? Müsste doch eigentlich Teil 4 sein. Als
letzte Ankündigung der Direct. Halten wir fest. Ach, drei? Huch. Gab's den dritten Teil nicht schon? Okay, halten wir fest. Wir hatten Splatoon 3. Den Erweiterungspass von Hyrule Warriors. Mario Golf und ein Update. Mario Party. Das war's gefühlt. ご覧いただいたのはベヨネッタ3の映像です。最初の発表から大変お待たせいたしましたが、2022年の発売を予定しています。ベヨネッタの新たな戦いにぜひご期待ください。Eigentlich nicht. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Das war's. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Enttäuschung ist schon da. Weil wir hatten am Anfang. Warte, was war das? Wir hatten am Anfang. Was war das? Monster Hunter Rise. War keine richtige Ankündigung. Also hier die erste Ankündigung, ne? Normalerweise das erste, was sie zeigen, und das letzte, was sie zeigen, ist immer der absolute Oberhammer. Das erste war schon mal kein Oberhammer. Ja gut, das letzte kann man jetzt sehen, wie man will. Wenn man Bayonetta-Fan ist, dann für eine Nintendo Direct würde ich das nicht als letztes hinpacken. Da hätte ich ja eher noch. Na nee, Splatoon. Die packen am Ende immer gern irgendwas hin, was man noch nicht kennt. Oder was man noch nicht kennt. Was denn sonst noch? Ja gut, diese Nintendo Online-Sache da. Kirby. Und das war's. Also eigentlich war sie so. Man hat halt immer zu hohe Erwartungen, würde ich sagen. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ist es so wie jede andere Direct auch. Platz 8 auf den Trends ist es sogar. War genau wie ich es erwartet habe. Ich habe halt gar nichts erwartet. Aber dann, als ich es gestartet habe, da dachte ich schon, ja, komm, irgendwie, da muss was kommen. Ja, wie ist eine schöne Überraschung. Ansonsten nichts, ja. Komm, ich bin bei einem netten Fans. Ja, ich halt auch. Animal Crossing, ja, da gab es das auch. Wir warten gespannt auf die nächste Direct. Im Februar. Mal schauen, ob da überhaupt eine kommt. Das war's, aber schreibt mir doch gerne mal eure Highlights in die Kommentare. Für mich war jetzt hier eigentlich nichts dabei. Vielleicht gucke ich mir dieses Kirby-Spiel mal ein bisschen genauer an. Ja, das war's dann aber auch eigentlich schon wieder. Klar, Metroid Dread. Mario Party. Das sind so meine drei Highlights, würde ich mal sagen. Schreibt mir gerne eure Highlights in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr das ja auch schon auf dem Discord-Channel gemacht. Auf dem Discord-Server in diesem Channel gemacht. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Werde ich jetzt tun. Wir sehen uns dann aber später wieder im Livestream. Schalt doch gern ein, wenn wir eine Runde Mario Kart 8 Betrug spielen. Tschüss.